Hallihallo bei Shoki Banoki New Television bei Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Yay! Yay! Ich bin Sascha und das ist der Till. Und der Till ist von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Wissen wir ja mittlerweile schon, wenn wir Daily-Gucker sind. Und wir haben heute den 8. Juli. Und am 8. Juli hat Geburtstag wer? Jaden Smith. Jaden Smith hat Geburtstag. Ja. Das bedeutet, dass der, das ist der Sohn von... Will Smith. Will Smith. Genau. Ja. 1998 ist er geboren worden, also ist noch ein ganz junger Spund und dafür eigentlich schon ziemlich erfolgreich. Auch wenn ich sagen muss, dass er natürlich eine Filmreihe aus meiner Kindheit quasi... Verhunzt hat sozusagen. Naja, verhunzt. Er hat sie neu aufgelegt und ich war mit der Umsetzung einfach nicht zufrieden. Also was Karate Kid. Ja, Karate Kid. Ja, fand ich auch nicht so geil. Nein. Jackie Chan hat es so ein bisschen wieder rausgerissen, aber nee, das war jetzt war nicht unbedingt notwendig, Karate Kid nochmal zu machen. Nein. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass man das den Kindern nicht vorspielen sollte heutzutage, sondern das Original vorspielen sollte. Auf jeden Fall. Das Original habe ich vor 3 Monaten wieder geguckt und ich muss dir sagen, ja, auftragen, polieren. Und hoch und runter. Und hoch und runter. Ja. Und hier dieses Schmirgeln, da so. 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 Knaller. Auftrag, polieren und hoch und runter. Genau. Ja, wer das geguckt hat, kann Karate. Auf jeden Fall, das habe ich geguckt vor 3 Monaten. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich fand's richtig gut. Ja? Ich muss sagen, wie der letzte Kampf war, hatte ich Gänsehaut. Das hat mich so richtig an meine Kindheit erinnert. Ja, wobei also der Originalschauspieler, der ja quasi ein Kind gespielt hat, ja eigentlich schon viel, viel älter war. Also das ist ja 25, glaube ich. Ja, das ist, ja genauso wie mit Michael J. Fox gewesen. Der hat ja auch quasi Kinderrollen bekommen und war ja aber eigentlich schon viel, viel älter. Ja, und wenn du jetzt eine Kinderrolle bekommen würdest, könntest du ja nicht so richtig spielen. Natürlich. Du meinst, du könntest, wenn du dich rasieren würdest und die Brille abnehmen? Ja, wenn ich mich rasiere, dann verjünge ich mich automatisch um mindestens 10 Jahre. Und dann bist du 40. Danke. Ja, ja. Am 8. Juli ist auch der israelische Ministerpräsident Rabin in Deutschland gewesen. Ja? Das ist er hier. Ach, guck der, mal. Der Rabin und der... das war am 8. Juli 1975, ich bin ja bescheuert, ne? Also 2000, okay. Ja, 1975 ist der in Deutschland gewesen. Aber am 8. Juli ist was noch gewesen? Finale, Weltmeisterschaft 1990, ja. Das Deutschland gewonnen hat. Ja, Deutschland gegen Argentinien. Ja. Hier sehen wir The Lodder, ja? Die Leuchte des... Die oh, Leuchte Pierre Littbarski! Ja. Geil! Die Leuchte des deutschen Fußballs, Lothar Matthäus, ne? Ja. Und Pierre Littbarski. Pierre Littbarski übrigens, dem bin ich begegnet. Da hatte ich irgendwann mal beim VfL Wolfsburg, war der, ist der ja Scout gewesen damals, wie ich dann da war. Und dann habe ich bei einem Spiel gegen Eintracht Frankfurt durfte ich... Ihr weißt ja meine Kontakte. durfte ich da irgendwie in dieser Mixzone durfte ich da sein. Ja. Ja. Unten, wo diese Spieler dann entsprechend zusammenkommen und dann raus aufs Spielfeld gehen. Und da war auch der Littbarski, ne? So ein Stück kleiner als ich, ne? Steht so da. Und da waren halt, da waren die Spieler, die Schiedsrichter. Da waren noch 2 von dem Sky-Fernsehen. Ja. Und der Littbarski und ich. Wow. Ja. Oh, und der Littbarski guckt mich so an. Hallo? Knaller! Und ich gucke ihn so an. Hallo? Und das war's. Aber ich wusste genau, dass der Littbarski gedacht hat, wer ist denn das? Also, ich habe nicht mit ihm weiter geredet oder so, sondern nur ganz cool an so einer Säule gelehnt und mir das alles angeguckt, ne? Und, ja, war cool. War cool. Ja. Aber, jetzt, außer diesen beiden tollen Herren, dürfen wir natürlich nicht vergessen, Andi Brehme, vielen Dank für dein Tor, das uns zum Weltmeister gemacht hat. Ja, den habe ich aber nie getroffen, der Andi Brehme. Naja, ist ja auch egal. Aber weißt du, was Andi Brehme und Pierre Littbarski gemeinsam haben? Die sind Weltmeister. Nee, was anderes. Noch was? Mhm. Fußballer sind sie. Mhm, sind was Männer. Anderes. Was? Menschen. Was anderes? Noch mehr. Leben auf der Erde. Beide kennen dich nicht. Ja, auf jeden Fall war am 8. Juli. Scheiß Witz. Am 8. Juli ist auch Kilianstag. Weißt du, was der Kilianstag bedeutet?
Nein, aber du wirst es ja, mir pass erklären. Auf, Kilianstag. Ist ein christlicher Feiertag und Kilian, oh, jetzt muss ich mal hier auf meine Datei gucken, pass auf, alles ist der Knaller. Also, naja, auf jeden Fall, Kilian hat seine Bezeichnung vom den heiligen Kilian, der am 8. Juli begangen wird und er war ein irischer Wanderbischof, der um 1686 mit seinen Gefährten Colonnat und Totnan das Christentum in die Gegend von Würzburg gebracht hat. Ah, ja. Deshalb gibt es ja auch St. Kilian Städten. Also in der du Nähe. Bist so ein Schlaufuchs! Geil, oder? Ja, stimmt. Hast du recht? Hab ich auch noch nicht drauf. Ja, auf jeden Fall, das ist der Kilianstag und der wird auch am 8. Juli wird der gefeiert. Da guckst du mal, ja. Was wir alles hier bei Schoki, bei Noki New Television, Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen, alles raushauen, ist der Hammer, oder? Wenn ihr damit jetzt rausgeht und das zum Beispiel Pjellet Baski erzählt, der wird sagen, Mensch, dass ich den Sascha damals nicht erkannt habe, würde ich sagen. Ne? Das war ja ein Knaller. Da unten in den Katakomben vom VfL. Tja, muss man sagen, schade, Pierre. Hättest du ein Autogramm holen können, war halt schon zu spät. Ne? Aber habe ich mir eigentlich kein Autogramm? Nee, durfte man ja nicht. Man durfte weder filmen, noch irgendwie die Leute irgendwie großartig ansprechen. Ich hätte natürlich sagen können, hey, Pierre, wir zwei, ne? Bierchen. Aber der ist ja Sportler. Ja, ja ging nicht. Genau. Deswegen mache ich Bierchen und du machst die Abmoderation. Gut, dann mache ich die Abmoderation. Morgen gibt es eine neue Portion Angeberwissen. Dann allerdings ohne mich, weil jeden Tag ertrage ich den nicht. Natürlich nicht. Also, ja. Bis morgen. Ciao.